Wie ihr seht, bin ich heute nicht im Stall oder bei den Pferden. Wir sind bei mir im Haus und heute gibt es ein Do-it-yourself, wie ich versuchen werde, Muffins zu machen, also wie Pferdeleckerlis, nur mit einer Füllung. Und ich will da jetzt auch gar nicht viel drumrum reden. Wir werden jetzt gleich mal anfangen. Und ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. So, ich habe jetzt die Kamera in Position gebracht. Und zwar fangen wir an. Wir müssen erst, ich nehme erstmal eine Karotte, weil ich nur ein Backblech habe. Und ich denke, der Teig wird auch so reichen. Und die müssen wir dann erstmal raspeln. So, also ich habe jetzt die Karotte fertig. Ich habe nur eine genommen. Die sieht gerade echt rot aus. Findet ihr, dass sie rot aussieht? Die andere werde ich nicht mehr brauchen, weil da kommen ja noch die Banane rein und die Haferflocken. Und dann ist es auf jeden Fall genug, denke ich. Und als nächstes müssen wir die Banane zu einem Brei zerstampfen. Gut, dadurch, dass sie jetzt schon ziemlich matschig war, wie man sieht, war die ziemlich schwarz. Die ist jetzt ziemlich schnell. Ich denke, wir brauchen auch nur die eine. Ihr könnt natürlich auch mehr machen. Dann könnt ihr auch einfach zwei Karotten oder zwei Bananen nehmen. Oder noch Äpfel reinmachen. Hätte ich jetzt auch machen können, nur wir haben leider keine Äpfel zu Hause. Deshalb nehme ich nur die zwei Sachen jetzt. Und das ist jetzt schon ein richtiger Brei geworden. Das ging jetzt echt schnell. So, also, ich habe jetzt die Perspektive geändert, damit ihr das auch sehen könnt. Und ich habe gerade festgestellt, dass wir keinen Honig mehr haben. Und eigentlich müssen da 2 Esslöffel Honig rein. Das muss jetzt halt trotzdem klappen. Ich hoffe, dass das klebrig genug ist durch die Banane. Wenn nicht, kommt noch eine zweite Banane rein. So, wenn ihr Honig zu Hause habt, eigentlich haben wir immer Honig zu Hause, dann könnt ihr natürlich auch noch Honig nehmen. Und ich sehe gerade, ich glaube, ich werde die zweite Banane auch noch dazu nehmen, weil das, wobei, mal schauen. Die Haferflocken kommen noch dazu. Also sieht auf jeden Fall echt eklig aus, weil Karotte und Banane. Ja. So. Also eigentlich sollen ungefähr 100 Gramm Haferflocken rein. Ich werde das ganze Rezept auch nochmal unten in die Infobox schreiben. Ich mache das aber nach Gefühl, weil ich ja sowieso jetzt gerade nicht alles hier, weil sowieso nicht alles nach Plan läuft. Und ich habe auch keine Haferflocken, das ist ein Vollkornmüsli. Aber das ist nicht schlimm. So. Wenn das dann zu trocken ist, dann muss ich gleich noch mehr reinmachen, und es kein richtiger Teig ist, dann könnt ihr auch noch Milch und Wasser reinmachen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch reinmachen. Also nicht Milch und Wasser, also entweder Wasser oder halt Milch, das ist eigentlich egal. Ja, alle Pferdeleckerli-Profis da draußen. Ja, ich weiß, es läuft gerade echt nicht nach Plan. Sieht einfach nach allem aus, außer nach Teig. Aber naja, das klappt auch trotzdem. Hoffen wir es mal. So, also ich habe jetzt auch noch die zweite Banane da reingemacht. Das ist jetzt auf jeden Fall schon etwas klebriger. Ich denke, das geht auch so. Ich werde noch ein bisschen Wasser reinmachen, wenn ich das überhaupt brauche. Aber ein bisschen Wasser kommt noch rein. Oje. So,
Hat sie das nochmal ein bisschen verrührt. So, der Teig ist soweit fertig. Jetzt kommen die Förmchen. Da muss ich erstmal ein paar einfetten. Ich habe keine Ahnung, wie viel der Teig reicht, weil ich muss ja da auch noch Deckel für machen. Weil wie gesagt, da kommt ja eine Füllung rein. Das heißt, das wird jetzt erstmal ein bisschen eingefettet. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel. So, ich habe jetzt die 6 Förmchen hier eingefettet, diese Reihe hier. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle mit dem Teig. Leider weniger Teig. Also er ist auf jeden Fall ziemlich klebrig inzwischen. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich mir das vorhatte. Und zwar mache ich den... Also ich habe halt dafür kein Rezept gefunden. Das heißt, das war meine Idee. Ich denke mal, das hat bestimmt schon mal jemand gemacht. Aber es ist mir heute Morgen in den Sinn gekommen. Und ich werde das jetzt hier so an den Rand drücken, dass es am Ende so eine Schale ist und in der Mitte frei ist. Und dann kommen da, mache ich dann noch Deckel aus dem Teig. Und wenn die dann fertig gebacken sind, dann kommt da Apfelmus rein. Und der Deckel oben drauf, beziehungsweise der Deckel muss eigentlich gar nicht drauf, aber sieht halt schöner aus. Das klappt jetzt gerade sogar besser, als ich dachte. Das sieht so geil aus. Ich bin jetzt fertig. Und ich finde, wenn das jetzt so bleibt, wie das jetzt gerade aussieht, wäre das richtig Hammer. Ich habe nun leider ein kleines Teigproblem. Und zwar reicht es wahrscheinlich nicht mehr für die Deckel. Habe ich aber auch gerade eben erst festgestellt. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wieder eins von den süßen Dingern hier rausholen, damit es für die Deckel reicht. So, ich habe jetzt eins rausgeholt. Und jetzt kommen die bei ungefähr 160 Grad in den Ofen. Ich hoffe, das klappt so. Und für circa eine Stunde. Aber das ist ja eigentlich für die Leckerlis gedacht. Und das hat ja ein bisschen andere Form. Ich hoffe einfach mal, dass es genauso gut klappt. Und in der Zeit machen wir mal die Deckel fertig. So, die Deckel sind etwas einfacher. Das sind quasi eigentlich nur Leckerlis. Dafür nehmt ihr einfach nur den Teig und ein Backblech und formt die zu kleinen runden Dingern. Also naja, die müssen halt oben drauf passen, deshalb muss ich jetzt mal schauen, wie ich das hinbekomme, dass die groß genug sind und nicht kaputt gehen. Also der Teig hat jetzt leider nur für 4 Deckel gereicht, was gar nicht schlimm ist, weil man kann die ja auch so verfüttern. Und der ist etwas kleiner geworden wie die anderen. Schauen wir jetzt mal, ob das was wird. Ich habe die jetzt relativ dünn gemacht, dass die nicht so lange brauchen. Und die da drinnen, die dürfen da jetzt erstmal eine Weile drinnen bleiben. Und die kommen jetzt noch dazu. So. Und jetzt wird gewartet und aufgeräumt in der Zeit. War ich leider kurz weg und sie sind mir etwas schwarz geworden. Aber das werde ich einfach wegschneiden. Aber sonst sieht es echt schon ganz gut aus. Die sind auch nur am Rand ein bisschen schwarz, also das geht. Und die Deckel sind jetzt ziemlich klein, zu groß, dadurch, dass sie so zusammengegangen sind.
Aber das werden wir jetzt gleich mal genau sehen, wenn wir die rausholen, wie die dann gleich aussehen. Also wie ihr seht, müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass die festkleben. Weil da hat sich jetzt hier schön so ein schöner Rand. Das heißt, man kann die einfach rausnehmen. Das werde ich jetzt auch machen. Ich hoffe, die sind nicht arg heiß. Es geht. Und die sehen so süß aus. Das ist ja, oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut klappt. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe jetzt alle zugeschnitten. Und bis auf das da, da fehlt, hat leider kein Deckel, also hat der Teig nicht mehr für den Deckel gereicht. Das ist aber auch nicht so schön geworden wie die anderen. Und morgen kommt dann der Apfelmus rein. Und die sehen so süß aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr findet, dass die aussehen. Ich finde, die sehen richtig gut aus. Und dafür, dass mir das heute Morgen einfach so mal eingefallen ist, sowas zu machen und wie ich das dann machen könnte, finde ich, sind die sogar echt gut geworden. So, also jetzt ist der nächste Tag. Ich komme gerade aus dem Stall und freue mich jetzt schon richtig, diese kleinen Törtchen zu füllen. Ich habe jetzt dafür ganz normalen Bio-Apfelmus. Dazu könnt ihr, also eigentlich könnt ihr da alles reinmachen. Ihr könnt auch die Karotten, die ich gestern geraspelt habe für den Teig, könnte man da auch reinmachen. Das sieht bestimmt auch mega cool aus. Aber ich werde da jetzt Apfelmus reinfüllen. Ich werde auch nur zwei befüllen, weil die jetzt nicht alles auf einmal bekommen. Und die anderen werde ich dann an anderen Tagen, wenn ich Lust habe, die zu verfüttern, werde ich in den anderen Tagen verfüttern. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Und dann kommt der Deckel drauf. So, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich nehme noch zwei Trauben. Ihr könnt reinmachen, was ihr wollt. Kommen noch zwei Trauben rein. Und ich muss schon zugeben, das würde schon richtig cool aussehen. Wenn das nicht mal die coolsten Pferdetörtchen der Welt sind, dann weiß ich auch nicht. Und ich sehe gerade, also eigentlich sehen die schon so cool aus. Eigentlich müsst ihr da keine Deckel mehr drauf machen. Weil das sieht eigentlich sogar ohne Deckel viel schöner aus. Aber jetzt habe ich sie schon gemacht. Jetzt kann ich sie auch mit den Deckeln verfüttern. Und das ist schon echt, muss ich jetzt mal kurz zugeben, echt cool. Jetzt gibt es den ultimativen Geschmackstest, was die zwei Kleinen dazu sagen werden. Toffi wird schon, die freut sich schon auf Essen. Na, ihr zwei Süßen. Habt ihr Hunger auf Apfeltörtchen? Schauen wir mal. Jetzt kriegt erstmal die Toffi eins und die Fly. Oh, du siehst ja super aus, Fly. Bist ja voller Heu. So, Toffi, du darfst gleich probieren. Möchtest du das Törtchen haben? Fly beschwert sich auch schon. Ja, erstmal den Deckel auffuttern. Naja, es ist auf jeden Fall Sauerei. Und sie schlabbert gerade das ganze Apfelmus raus. Oh, das ging jetzt aber schneller, als ich dachte. Schmeckt's, Toffi? Möchtest du auch eins? Ich glaube, es schmeckt. Sie schmatzt genüsslich vor sich hin. Schmeckt's gut? Scheint auf jeden Fall nicht eklig zu sein. Hier steckt man noch den restlichen Apfelmus ab. Ich glaube auf jeden Fall, es hat geschmeckt. Müssen wir noch Fly das andere Törtchen geben. Das habe ich da jetzt hingestellt. So, jetzt darf die Fly noch testen. Ich gehe mal kurz in die Box rein. So, Fly, die hätte ich vielleicht noch hübsch machen sollen. Aber es ist ja immer so bei dir, dass du... Oh ja, du bist nicht so ordentlich wie Toffi. Ja, schmeckt? Oh, du hast da was verloren. Das ist jetzt voller Dreckfly. Hier. Ich glaube, es schmeckt beiden. Das war Bestätigung. Also, obwohl das Törtchen groß ist, ging das jetzt echt schnell weg.
Aber ich lege noch mein Händchen ab. Also, es scheint beiden geschmeckt zu haben. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Ihr könnt dann mal kommentieren, ob ihr die nachgemacht habt oder vorhabt, das nachzumachen. Und ihr könnt mir auch gerne mal Bilder schicken auf Insta, wenn eure Pferdeteilchen fertig sind und ob die auch so schön aussahen. Und vielleicht noch mit anderen Füllungen, da könnt ihr ja eigentlich alles reinmachen, was ihr reinmachen wollt. Und dann verabschiede ich mich mal und hoffe ihr auch, gell? Und die Flyer auch. Keine süße Maus.